Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Änderung des BIKIBIC ist grundsätzlich begrüßenswert und das BIKIBIC, das Gesetz, Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, ist ja eines der wichtigsten Gesetze in Bayern, weil es eben ganz wesentlich die Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung regelt. Daher ist eine Änderung angezeigt. Warum? Weil wir viele Probleme und Baustellen haben im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wir haben Fachkräftemangel, das wissen alle. Wir haben zu große Gruppen. Wir haben Arbeitsbedingungen, die fürs Personal in der Kita sehr belastend sind. Wir haben Kommunen, die ihren Rechtsanspruch nicht mehr erfüllen können, lange Wartelisten, und wir haben viel zu wenig Zeit für Leitungen, Zeit für Vorbereitungszeit, Zeit für Elternarbeit. Das sind die Probleme in der frühkindlichen Bildung, die man mit einer Änderung des BIKIBIC vielleicht lösen oder zumindest teilweise lösen könnte. Jetzt die Preisfrage: Löst der vorgelegte Gesetzentwurf auch nur eines dieser Probleme im Ansatz? Nein. Nein. Dieser Gesetzentwurf beschäftigt sich schlicht und ergreifend nicht mit den wesentlichen Problemen und ist daher eine absolute Enttäuschung, meine Damen und Herren. Ja, womit beschäftigt er sich dann? Er beschäftigt sich mit juristischen, will ich sagen, Spitzfindigkeiten, aber mit kleinen juristischen Problemen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Es geht darum, wenn Sozialhilfeträger versehentlich zu viel abrechnen gegenüber dem Bund und dann Haftungsansprüche entstehen, dann soll der Freistaat Bayern eine Haftungsnorm bekommen, mit der er vom Sozialhilfeträger das Geld wieder zurückverlangen kann. Da gab es einmal eine Prüfung, da geht es um 60.000 Euro im Jahr bayernweit. Also schafft man jetzt diese Haftungsnorm. Unspektakulär, vielleicht auch einigermaßen sinnvoll, löst aber kein Problem in der Praxis, das wir tatsächlich haben. Zweite Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, der Bund hat den Kommunen Aufgaben übertragen, was er nicht gedurft hätte. Der hätte der Freistaat Bayern diese Aufgaben den Kommunen übertragen müssen. Gut, jetzt wird das Gesetz geändert, damit das, was eh schon die ganze Zeit so ist, künftig auch weiterhin so bleibt. Sehr unspektakulär, keine Auswirkungen für die Praxis, keine Verbesserungen für die Praxis. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt bezüglich der Staatsinstitute, dass man jetzt eine Rechtsgrundlage schafft dafür, dass man Staatsinstitute schaffen kann als Staatsregierung oder auch wieder auflösen. Gut, man hat die letzten 50 Jahre auch Staatsinstitute geschaffen, ganz ohne diese Rechtsgrundlage, also scheinbar hat es jetzt auch nicht groß gefehlt. Und dann haben wir im Ausschuss ein bisschen gefragt, was ist denn der Hintergrund dafür? Und der Hintergrund ist tatsächlich das Zentrum für Medienpädagogik in der Frühbildung. Und das war ganz interessant, dieses ZMF ist gegründet worden am 4. Juli 2018 in Amberg. 4. Juli 2018, also wenige Monate vor der Landtagswahl, hat man das gegründet mit großem Festakt, mit Gründungsurkunde ist die Ministerin Schreyer in Amberg gewesen. Und heute ist im Grunde vorgesehen, so kam es auch im Ausschuss raus, dass man dieses ZMF ja wieder auflöst und eingliedert in das Institut für Frühpädagogik. Aus einem eigenen kraftvollen Zentrum wird jetzt eine Unterabteilung des Instituts für Frühpädagogik. Es wundert mich auch nicht, denn wenn man so ein Zentrum gründet und es dann lediglich mit ganz wenigen Vollzeitstellen ausstattet, dann kann es natürlich nicht so wahnsinnig viel Wirkung entfalten. Und wenn dann bei so einem Zentrum einem die Leitung abhanden kommt, Personal, Personalwechsel kommen vor, und man dann monatelang diese Leitung nicht nachbesetzt oder neu besetzt, ja, dann stellt sich schon die Frage, ob dieses Zentrum alleine in der Lage ist, die in sie gesetzte Hoffnungen auch zu erfüllen. Also das ist, glaube ich, das, was man lernen kann im Rahmen dieses Gesetzentwurfs. Wenn einmal wieder kurz vor einer Landtagswahl ein Zentrum für irgendetwas gegründet wird, dann muss man es im Nachhinein wenigstens vernünftig ausstatten. Ansonsten ist vielleicht gleich gescheiter, man macht einfach eine Abteilung eines bereits bestehenden Staatsinstituts. Das sind die Änderungen, die der Gesetzentwurf vorsieht. Und meine Damen und Herren, das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn man weiß, was die frühkindliche Bildung für eine Bedeutung hat, für eine Bedeutung für die Kinder, für eine Bedeutung für die Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Das reicht nicht, wenn wir merken, dass wir ein Problem haben in der Qualität. Wir müssen den Fokus, das sage ich ganz klar, wir müssen den Fokus in der frühkindlichen Bildung ganz klar auf Qualität legen, nicht nur in den schönen Worten, sondern auch im Haushalt, ja, und auch in der Gesetzgebung.
Und ich habe inzwischen Zweifel, dass von der Staatsregierung in dieser Legislaturperiode hier noch ein substanzieller Vorschlag kommt zur Änderung des Baikebiks. Und ich kündige Ihnen deswegen an dieser Stelle an, es wird im Jahr 2022 von uns eine grundlegende Änderung des Baikebiks vorgeschlagen werden, wo wir ganz klar den Fokus auf Qualität, den Fokus auf die Kinder, den Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kita legen und bessere Rahmenbedingungen haben wollen. Es ist dringend notwendig, es ist die Herausforderung unserer Zeit. Leider ist dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, nicht dazu geeignet und deswegen werden wir uns enthalten, weil er auch nichts grundlegend Falsches enthält, aber eben auch nicht viel, was besser wird. Vielen Dank. Danke, Herr Abgeordneter.